Danke, ja. Einen Schritt weiter sind wir schon bei den Wiederkäuern. Wir sehen es hier zum Beispiel, Adrian hat erzählt, mit seiner Art der Fütterung. Die neue Richtlinie für die Fütterung der Wiederkäuer gilt seit dem 1. Januar. Was bedeutet das für Betriebe? Du arbeitest ja auch noch selbst auf einem mit. Ja, es kommt ein bisschen auf den Betrieb, auf die Lage an, wie stark der einzelne Betrieb damit herausgefordert ist. Und es gibt sicher viele Betriebe, Milchproduzenten, Biomilchproduzenten, die jetzt sich gewisse Dinge überlegen müssen. Betriebe, die zuvor einen größeren Anteil Kraftfutter eingesetzt haben, vielleicht bis 10%, die das Mögliche ausgereizt haben und jetzt reduzieren müssen. Oder auch Betriebe, die tendenziell einen großen Viehbestand hatten und eher wenig Land dazu. Also Futterzukauf wird sicher schwieriger werden, weil einfach Futter aus der Schweiz auch nur in begrenztem Maße vorhanden ist. Was mich aber sehr freut, ist natürlich, dass diese Mehrwerte auch von unseren Partnern anerkannt wurden. Sie haben es vielleicht gelesen oder gehört, dass dieser Mehraufwand durch einen höheren Milchpreis auch belohnt worden ist Anfang Jahr. Die Knospenbetriebe zeigen ja denn hier auch sehr deutlich, dass für sie eben Tierwohl und tierartgerechte, standortgerechte Fütterung mehr sind als einfach nur Lippenbekenntnisse. Mit der Beschränkung, ich habe es zuvor schon gesagt, auf 5% Maximum Kraftfutter, und ich gehe davon aus, das ist weltweit einmalig für einen Verband in unserer Größe. Mit dieser Beschränkung geben wir auch Ackerfläche frei für die menschliche Ernährung. Nun haben wir aber, ich habe es angedeutet, die Situation in der Ukraine, die natürlich mit der gesamten Kostensteigerung auch bei den Biobetrieben. Diese Kostensteigerung erfahren sie auch. Und dieser Mehrwert, der entschädigt wurde, wird jetzt durch die Mehrkosten, die entstehen, über Energie, über Hilfsmittel, über die Investitionen, das wird sofort weggefressen, das verpufft diese Wirkung. Wir werden wohl nicht darum herumkommen, noch in diesem Jahr eine Nachbesserung auch beim Milchpreis verlangen zu müssen, damit letztendlich auch ein Signal, falls du hast es gesagt, bei den Aquakulturen, es braucht Verlässlichkeit, es braucht Signale, es lohnt sich. Und genau dasselbe brauchen wir auch bei der Milchproduktion, weil sonst keine Betriebe mehr auf Bio umstellen. Und Jungbäuerinnen, Jungbauern, die den Betrieb übernehmen, dann allenfalls bei der Biomilchproduktion auch aussteigen, weil sie wissen, das ist eine sehr arbeitsintensive Art zu produzieren. Also wir brauchen hier sicher nochmal ein Signal, dass eben Mehrwerte entschädigt werden und mehr Kosten irgendwo auch abgebildet werden.